Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Sons of the Forest. Weil ich ein bisschen vorproduziert hatte, ist bei mir jetzt erst das Update quasi live. Und da soll es ein paar Änderungen geben, es soll eine Defense Wall geben. Und jetzt wohl auch Türen abschließen, solche Geschichten. Und ja, man kann sie jetzt zumachen. Cool. So, ja, Defense Wall gibt es jetzt. Müsste ich mal gerne testen. Okay, wenn nach Pause baue. Hat sie ganz Unterschiffe. Das konntest du, glaube ich, vorher auch. Hohe Stöcke, Stämme. Nein. Falsch. Fallen lassen. Hohe Stämme und Behälter füllen. Ich würde ganz gerne diese Defense Wall austesten. Wir brauchen was zu essen. Und dann hacken wir mal ein bisschen Holz. Auch noch schön Blut dran. Wir testen es einfach mal in der Base und stellen mal. Einfach was auf und gucken, wie es funktioniert. Komm mal her. Können wir über die Barrikaden werfen. Was ist das? Das war ja einfach. Das ist ja cool. Dann kann ich ja die hier quasi abreißen. Und meine, das war ja einfach. Kann ich das Campfire? Ist natürlich blöd. Muss ich hier drum rumbauen. Na gut, ich meine, das gehen wir ja hin, das ist das Problem. Können wir nämlich die Base zumachen, das ist natürlich auch schick. Na? Oh oh. Nein. Wo ist eigentlich Virginia? Würdest du es auch eigentlich meine Base verteidigen?
Bin schon wieder ausruhen gegangen. Das neue Tor muss ich mir noch gewöhnen wahrscheinlich. Oh. Oh, da kommt der Große. Will nicht gleich sterben, wenn ich jetzt hier starte. Kann ich Pfeile machen? Keine kleinen Steine. Kleine Steine. Kleine Steine. Aua. Keine Rüstung. Habe ich hier eine Rüstung? Ne. Das Aiming ist natürlich noch voll für die Katz. Geht auch direkt gut los damit. So viel dürfte der ja nicht mehr haben. Meine Pfeile wieder. Habe ich nicht Virginia. Also die Tore sind vielleicht Gold wert, muss ich sagen. Weiß nur nicht, ob sie halt dementsprechend auch geöffnet werden können. So, nehmen wir so einen tollen Reparaturhammer. Willst dich kappen? Ich muss irgendwie gucken, dass ich das Lagerfeuer weg.
Schlacklagerung, Steinlager. Hey, was ist denn mit dir los? Ist das nach dem Update völlig kaputt? Stört mich. Jetzt geht's. Okay, Coolio. Nur damit ich die Tore besser sehe. Erstmal von innen und dann von außen. So. Die Kelvin hängt hier nicht mehr fest. Was? Kommst du durch das Tor nicht? Ruhe, Stämme und Behälter füllen. Auch mal Neues. Aber das funktioniert jetzt. Wie, weil solange du meine Behälter füllst. So, dann können wir gleich die andere Seite noch zumachen. Da brauche ich eigentlich eine Ausdauer, wer kommt das so vor? Für Kevin. Ich mache hier die Arbeit und du. Naja. Wir wollen uns doch nicht beschweren, ne? Hm.
Hoffe, die Klippe nicht drüber. Alter. Ich will nicht sterben. Wir haben ganz viel Zinn aufgebraucht. Keine Pfeile mehr. Zinn aufgebraucht. Und wo ist Virginia? Welchen Kopf aufgenommen? Aufpassen, dass ich nicht gerne was kommt an. Irgendwas zu essen? Hopfen aus dem Häuserschrank, ne? Oder wie heißt das so schön? Das ist doch geil, wir können jetzt echt mit diesen Gates Base zumachen. Und ein bisschen gucken, dass wir vielleicht die Möglichkeit haben, trotzdem rauszuschießen. Vielleicht bauen wir uns die Türme oder so. Mal gucken. Da werden wir uns bestimmt was Schönes überlegen. Ist Virginia wieder, ne? Nein. Jetzt komm schon nicht.
Virginia, ich höre dich doch. So, dann schließen wir mal ab. Thomas? Na gut. Da kann man sich mal hinlegen, ne? Und wir speichern. Oh, es gibt jetzt einen Bett-Cooldown. Nicht mehr bestrahlen. Dann trinken wir erstmal was. Die Frage ist halt auch, nimmt Virginia das Geld? Kämpfer hat sich gelöscht. Also das ist weg. Gut, Essen trinken ist voll. Falle machen. Okay. Dadurch, dass wir jetzt Tore haben, machen wir das natürlich komplett zu. Nehme ich da nur einen Stamm mit.
Das ist natürlich mit diesem ganzen Update noch viel, viel mehr reingekommen. Also viel, viel mehr Umstrichen. Das werden wir uns aber alles nach und nach noch angucken. Bestimmt vieles, wo ich selber überhaupt noch nicht war. Was uns generell noch fehlt. Das werden wir herausfinden. So. Oder hätten wir das Campfire jetzt verschwunden ist. Schade, dass das halt die Steine gleich weg sind. Ja, dass das Holz weg ist. Fein. Aber dass die Steine auch gleich weg sind, ist ein bisschen schade. So, dann holen wir so ein paar Stämme. Virginia! Kann ich mir irgendwas geben? Ja, Kisten Peisern auf jeden Fall. Das ist wichtig. Hey, was machst du da im Haus? Du hast ein Stöckchen gefunden. Dankeschön. Schön, dass du dich auch so darüber freust. Dann kann man nämlich schön noch ein bisschen Base Defense betreiben. Das heißt, Fallen auslegen. Und es gibt, glaube ich, eine Möglichkeit, mit Sticks noch was zu machen. Aus, Kelvin. Den Baum habe ich geschlagen. Was das soll. Ich will das nicht kappen. Doch blöd. Ja, wir stellen sie jetzt mal einfach auf. So. Was wir da noch machen können. Ein Baum fällt mir noch. Dann müssen wir es haben. Yeah.
Ja, sehr cool. Das gefällt mir doch. Auf jeden Fall was mit anfangen. Dann gucken wir uns später nochmal was mit den Stöcker an, was ich gesehen hatte. Das könnte auch sehr effektiv werden. Irgendwann haben wir auch eine sichere Basis, wo keiner mehr hoffentlich so einfach reinkommt. Virginia beschützt von außen. Sehr cool. Gut. Dann haben wir doch einiges geschafft mal wieder. Auch was Neues rausgefunden. Eine sichere Basis. Klasse. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und dann schauen wir, was wir in der nächsten Folge machen. Dann, ciao.